iCrimex hat sich ein neues Auto gekauft, genauer gesagt ein Rolls-Royce Cullinan. Das ist aber kein normales Auto, denn dieses Auto hat einfach geheime Features, die fast niemand kennt. Im heutigen Video zeige ich dir also mal 5 Geheimnisse über iCrimex Auto, die dich zum Staunen bringen. Like und abonniere, um dieses Jahr richtig viel Glück zu haben. Auf Platz 5 haben wir eine richtig coole Funktion, die sich an der Hinterseite des Autos befindet. Ich denke, wir alle können uns vorstellen, dass die Sitze von diesem Auto echt bequem sind. Das ist ja quasi auch ein SUV, sprich ein richtig großes Auto, und deshalb wird es auch einen echt großen Kofferraum haben. In dem Kofferraum kann man aber einfach nicht nur irgendwelche Sachen ablegen. Nein, man kann diesen Kofferraum auch dazu benutzen, um zum Beispiel sich draufzusetzen und die Aussicht zu genießen. Denn iCrimex kann sich einfach Ledersitze aus dem Kofferraum umklappen, sodass man quasi sich draufsetzen kann und zum Beispiel die Landschaft genießen kann. Ich muss sagen, das ist ein wirklich cooles Feature, aber um ehrlich zu sein, ich glaube, ich würde es persönlich nicht ganz so oft benutzen. Aber ich bin mir sicher, dass du dieses Feature noch nicht kanntest. Und wenn das der Fall ist, dann lass diesem Video jetzt ein Like da. Schaffen wir die 2000 Likes auf diesem Video, das würde mich echt freuen. Auf Platz 4 haben wir ein Feature, das noch krasser ist. Und ich muss sagen, dieses Feature würde ich tatsächlich sogar ab und zu mal benutzen. Denn was braucht man bei Regen? Natürlich einen Regenschirm. Aber um diesen Regenschirm nicht immer extra mitnehmen zu müssen, befindet sich einfach im Rolls-Royce eingebaut ein Regenschirm. Denn wenn man die Tür nämlich öffnet, kommt dort, wenn man möchte, ein Regenschirm raus. Und dieser Regenschirm ist nicht nur irgendein Regenschirm, das ist einfach ein Rolls-Royce-Regenschirm, den man halt eben nur mit diesem Rolls-Royce bekommt. Und das finde ich schon richtig, richtig heftig. iCrimex hat in seinem Video auch gesagt, dass sich dieser Regenschirm richtig wertig bzw. hochwertig anfühlt. Aber das hätte man sich auch denken können. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass in einem Rolls-Royce für keine Ahnung wie viele 100.000 Euro einfach ein schlechter Regenschirm mit eingebaut ist. Finde ich auf jeden Fall ein richtig krasses Feature, was eigentlich auch viele von euch noch nicht kannten. Und im Vergleich zu diesen unklappbaren Ledersitzen ist das, denke ich, auch ein Feature, was iCrimex ab und zu mal benutzen könnte. Auf Platz 3 haben wir somit das krasseste und coolste Feature. Denn ich denke, viele von euch wissen, dass es einen Sternenhimmel im Rolls-Royce gibt. Also das sind ja quasi diese LED-Punkte, die am Dachhimmel von diesem Auto halt eben eingebaut sind. Und ich finde, das sieht natürlich richtig cool aus. Aber als Fahrer hat man natürlich nicht allzu viel davon, weil man quasi auf die Straße gucken muss. Von diesem Sternenhimmel, finde ich, meiner Meinung nach, hat man vor allem was, wenn man zum Beispiel einen Chauffeur hat, der einem in diesem Auto fährt. Weil ich kann mir das richtig cool vorstellen, wenn man dann so drinnen hinten sitzt und dann auf einmal so einen Sternenhimmel betrachtet. Ich könnte mir da auch echt gut vorstellen, dass ich in gefühlt 3 Minuten einschlafen würde. Auf jeden Fall kann man in dem Auto sehr, sehr gut Sterne zählen. Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, ein Sternenhimmel, denke ich, kennen alle von euch. Aber wusstet ihr, dass in diesem Sternenhimmel in iCrimex Auto einfach noch Sternschnuppen rumfliegen? Das ist wirklich ein Feature, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Man sieht das auch in diesem Video ganz leicht, was iCrimex eben zu seinem neuen Auto hochgeladen hat, dass dort einfach quasi Sternschnuppen zwischen diesen Sternen rumfliegen, und ich finde das wirklich richtig heftig. Ich meine, ich persönlich wusste, dass es einen Sternenhimmel im Rolls-Royce gibt, aber ich wusste nicht, dass dort einfach Sternschnuppen eingebaut sind. Finde ich auf jeden Fall ein Feature, was richtig, richtig cool ist. Auf Platz Nummer 2 haben wir auch ein Feature, was sich hinten im Auto befindet, und zwar habe ich ja vorher schon gesagt, die Sitze sind richtig bequem. Und ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, wenn man hinten sitzt, möchte man ja vielleicht auch mal was trinken, wenn man gerade Fernseher schaut. Ja, dieses Auto hat auch Fernseher, aber das ist wirklich ein anderes Ding. Nee, wenn man wirklich auf den hinteren Sitzen sitzt und einfach richtig komplett relaxed und gerade Durst hat, kann man einfach in der Mitte diese Armlehne, sag ich mal, umklappen bzw. aufmachen, und dort befinden sich dann einfach Gläser mit Wasser zum Beispiel drin. Ist richtig heftig. Also, ich kannte wirklich noch kein Auto, was richtige Gläser drinnen hat. Ich meine, wenn man mal so eine Plastikflasche im Auto findet, okay, aber da wirklich ein Glas zu haben, ist wirklich schon mal eine andere Nummer. Da merkt man halt einfach aber auch, dass das Auto hochwertiger ist als jetzt zum Beispiel ein Fiat oder so. Machen wir jetzt aber mal mit dem krassesten Feature von allem weiter. Und das hat natürlich auch was mit dem Thumbnail zu tun. Und zwar kennt ihr ja alle diese Frauenfigur vorne auf dem Kühlergrill. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie die sich genau nennt, aber die hat so einen ganz bestimmten Namen. Auf jeden Fall sieht man die ja jedes Mal, wenn der Rolls-Royce, sag ich mal, startet. Das ist ja so das bekannteste Merkmal an einem Rolls-Royce, vorne eben diese Frauenfigur. Und ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, es gibt natürlich auch viele, die diese Kühlerfigur, sag ich mal, klauen wollen, weil die natürlich auch sehr, sehr wertvoll ist. Ich meine, man kennt es ja immer wieder, dass zum Beispiel irgendwelche Autoteile geklaut werden und dann auf dem Schwarzmarkt eben teuer verkauft werden. Das sind zum Beispiel Reifen oder auch Lichter und so weiter und so fort. Teilweise ganze Bordcomputer, aber das ist wirklich ein anderes Thema. Nee, es gibt halt eben auch einige, die wollen einfach nur diese Kühlerfigur klauen. Und wenn die halt eben klauen wollen,
dann passiert nämlich was Unglaubliches. Denn wenn man die halt dann eben anfasst und versucht abzureißen, klappt die einfach direkt nach unten und man hat quasi fast keine Chance, diese Kühlerfigur, sag ich mal, zu klauen. Da hat Rolls-Royce auf jeden Fall echt gut mitgedacht und einfach schon im Voraus nachgedacht, dass es Leute gibt, die diese Figur halt eben klauen möchten. Und ich denke, das ist eine richtig coole Sache, wie Rolls-Royce, sag ich mal, das Ganze verhindern konnte. Ich habe jetzt nochmal einen heftigen Clip, den müsst ihr euch jetzt auf jeden Fall anschauen, denn dort passiert etwas ganz anderes. Well, this ride right here ain't for the peasants. Custom Security, try to steal that emblem. Ja, ich denke mal, so wird es in Realität nicht passieren, sondern einfach nur, dass es sich einklappt. Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Fake-Clip war oder so. Fand ich aber trotzdem lustig und ich musste ihn euch zeigen. Schreibt mir jetzt mal runter in die Kommentare von 1 bis 10, wie krass ihr iCrimex Auto findet. Auch wenn ihr dieses Video gerade bei iCrimex schaut, könnt ihr gerne mal in meine Kommentare schreiben von 1 bis 10, wie krass ihr dieses Auto findet. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Einer in den Kommentaren kriegt dann bei mir auch eine 15€ Playstation-Karte. Deswegen macht auf jeden Fall mit, ich bin richtig gehypt. Hier findest du auf jeden Fall noch die 5 jüngsten YouTuber, die geswottet wurden. Und das musst du dir auf jeden Fall anschauen.